Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Das Video wollte ich eigentlich schon vorige Woche machen, aber jetzt sind Ferien, Frau ist im Schichtsystem, und wenn die um 23, 30 zu Hause ist, echt, Leute, da habe ich echt keinen Nerv mehr, noch ein Video zu machen, da bin ich dann tot ins Bett gefallen. Aber egal. Und zwar habe ich vorige Woche ich habe in den letzten Wochen halt Skin-Pakete bekommen, beziehungsweise auch eins selber gekauft, und die würde ich euch gerne mal zeigen, weil, wie gesagt, das, was ich euch gerade jetzt zeige, das ist Kinetic Ritter. Achso, da unten steht es ja auch, bin ich bescheuert. Kinetic Ritter Set. Ja, das ist ja dieser Kinetic Ritter. Den finde ich auch ganz fesch. Hier hat er dann auch schon den Edelstein auf dem Rücken. Das ist sein Backpack. Und der dreht sich auch. Und hier haben wir die Spitzhacke. Die kann ich leider nicht ranzoomen. Aus dem besteht der Set. Aus dem besteht das Set, Mann. Der Ritter hat auch... Falsche Knopf gedrückt, Entschuldigung. Der Ritter hat auch einen zweiten Skin, also ein zweites Design. Also das ist aber nur die Maske. Die Maske, ehrlich gesagt, finde ich jetzt nicht so pralle. Ich hätte lieber das mit dem Nebel aus den Augen, auch beim Standardpaket. Ja, weil hier hinten ist ja Nebel. Wartet, muss hier rausgehen. So, hier hinten ist ja Nebel. Und wenn das aus den Augen so rauskommt, ja, das sieht bestimmt. Und unten ist ja hier auch Nebel, hier am Arm so hochgehend. Sieht halt optisch richtig geil aus. Also ist meine persönliche Meinung. Ich mag ja auch diese Feuerskins. Weil wenn irgendwas mit Feuer ist bei Fortnite, die sehen immer richtig geil aus. Ich zeige euch aber auch gleich nochmal ein anderes. Und zwar gibt es das jetzt auch gerade. Das wurde mir geschenkt vom lieben L3. Ja, das ist halt das Level-Paket. Da habt ihr praktisch den Skin, ein Backpack. Der Skin hat auch verschiedene Aussehen, die werde ich euch auch gleich zeigen. Und das Schwert und ein Waffenskin. Beziehungsweise hier seht ihr praktisch das vom Kinetic Ritter noch. Ja, das wäre jetzt von ihr. Aber ich habe gerade das von Held von Tamriel drin. Ne? So. Und jetzt wollen wir die mal anpassen. Da haben wir dann praktisch unten einmal mit kurzen und einmal mit hinten halt diesen. Soll es ein Schmetterling sein? Ich weiß nicht, was das sein soll. Oder ob es die Haare gefärbt sind und dass er hinten noch Haare hat. Ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir noch dieses. Ach Mensch. Dann haben wir noch dieses. Nein, falscher Knopf. Da fehlt mir aber noch was. Da habe ich noch nicht alles zusammen. Das sieht dann auch unten die Knie, seht ihr. Da ist dann ein bisschen mehr Farbe drin und so. Und da hat sie High Heels an, hier hat sie nur normal Stiefel an. Und hinten mehr rosa. Auch die Haare sind rosa. Aber da fehlt mir halt, wie gesagt, noch einmal 7 Levels holen. Kann ich aber erst in 2 Tagen machen. Das werden wir auch zusammen im Stream dann machen. Und dann habe ich halt dieses Outfit auch. Dann... Was ich euch noch zeigen will, ist halt das, wo mir der liebe Matthias Bescheid gesagt hatte. Ja, das ist der Held von Tamriel. Also das Held von Tamriel Set nennt sich das. Aus dem Nordic-Krieger bestehend. Das Backpack, also praktisch eine Tasche, wo seine Axt drin ist. Und dann halt die gleiche Axt gibt es auch dann natürlich als Spitzhacke. Ja, zum Abbauen. Und dann natürlich auch ein Waffenskin. Ja. Finde ich optisch auch absolut der Knaller.
Ich habe noch einen Wikinger, da wurde mir damals auch Bescheid gesagt. Das ist dieser hier. Finde ich auch ganz schau. Aber absolut. Dragon Ball, Robocop, Assassin's Creed, logisch, dass ich das auch habe. Vor allen Dingen Ezio. Ja. Gibt es halt mit Kapuze, ohne Kapuze. Können wir halt auch ohne Kapuze machen. So. Laden. Dann halt natürlich vom neuen Assassin's Creed. Aber ein Muss, denke ich mal, gibt damit, stimmen mir einige zu, ist, wenn ihr PlayStation Fanboy seid, ja, das Auge blitzt ab und zu, Kratos. Aus dem ersten God of War, also nicht das erste God of War, aber das erste, was im Nordischen gespielt hatte, also vor Ragnarök, kam das damals danach raus, oder zur gleichen Zeit, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber auch die Details mit den Runen und also das ist wirklich ein Hingucker, sieht wirklich Knaller aus und vor allem mit der Axt hier. Sieht so geil aus. Sieht so geil aus. Und dann natürlich auch das passende Schild als ja, zum Fliegen. Da hält er sich dann fest und gleitet drunter. Also Gleiter. Ich bin hier auf den Namen gekommen. Und dann haben wir aber auch noch, was ich auch richtig geil finde, ist halt das Aloy-Set. Das ist ein bisschen größer. Also das Aloy-Set ist ein bisschen größer. Wir haben einen Waffenskin mit bei. Ja, das ist halt dieser hier. Was so ein bisschen auf diese Technik angelegt ist. So, wir haben eine Emotion mit bei. Wir haben ein Backpack mit bei. Also das ist halt praktisch dieser Kanister da. Wir haben den Stab als, voll geil, oder? Als Spitzhacke. Wir haben ein Flugtier als, na, da unten sind dann die Dinger dran, wo sie sich festhält. Die gleitet damit runter, also als Flugtier. Dann, ne, das ist aus dem Lara Croft Paket. Und dann ist halt die Aloy, aber hier, der Skin hat eine Besonderheit. So, und zwar ist das Aloy normal. Und zwar das. Das ist ganz normal, Aloy normal. So wie ihr sie kennt. Und dann haben wir noch dieses hier. Das ist dieses, ich glaube, Frost-Set oder so hieß das. Ich weiß es gar nicht mehr. Das habt, kriegt ihr, wenn ihr, das habt ihr so an sich nicht aktiviert. Das kann man nur aktivieren, wenn ihr Horizon auf der PS5 öffnet. Dann wird, kommt ihr nächstes Mal in Fortnite rein und kriegt ihr eine Nachricht. Bumm! Wurde freigeschalten. Bumm, bumm. Und dann habt ihr den Skin auch freigeschalten. Ich habe aber natürlich auch ja, Ghost Rider habe ich natürlich auch. Ich liebe die Flammenskins. Also diese Feuerskins in Fortnite, die sind echt der Knaller. Und nicht nur die, auch hier. Wo haben wir ihn denn? Da. Und davon habe ich mehrere und die kannst du dann halt auch schön kombinieren. Zum Beispiel hier, wenn wir jetzt ein Backpack nehmen, könnt ihr ihm jetzt so und passt vom Stil. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Nee, das nicht. Das ist eher so. Oh, das würde ohne passen. Ja, find ich halt richtig geil. Ja, oder hier, man kann auch einen Groot in den Kind machen. Aber naja. Also da finde ich halt die Flammskins finde ich halt mega geil, dass man die halt auch so schön miteinander kombinieren kann. Die sind absolut ein Hingucker. Tor habe ich ja auch. Nimmst dann halt. Ja, kannst du Helm absetzen und was weiß ich. Weil der Tor, den wir gekriegt haben in Fortnite, damals in der Season mit dem Schwarz-Weiß, also der sah doch hässlich aus. Und einer von meinen Lieblingsskins ist natürlich auch John Wick.
Das ist auch. Das ist ein, genau, das ist eine Emotion von ihm. Ich habe auch eine Matrix-Emotion. Da habe ich ja auch gehofft, dass er hier, also dass auch ein Matrix-Skin reinkommt von ihm und von Trinity. Aber leider war dem nicht so. Na, Devil habe ich natürlich, Batman, ist klar. Machen wir den mal wieder rein. Ja, also alles im allem gibt es schon schöne Sets. Aber momentan im Shop habe ich manchmal das Gefühl, irgendwie geht Quantität vor Qualität. Einfach nur alle quietsche bunt und die. Ja, also jetzt mit dem Kinetikritter war mal wieder was Schönes mit bei. Und mit dem Tamil und so. Aber die sind halt wirklich momentan echt nicht mehr so oft, wenn wir jetzt im Itemshop gucken. Na, hier oben jetzt mal wieder, ja, okay. Aber hier, also das ist. Ich weiß nicht, das ist mir zu verspielt. Das ist zu quietschbunt. Ja, das ist. Ja, keine Ahnung. Hier, das sind aber alle Ältere, die ab und zu mal wieder reinkommen. Ja, Kaisen ist momentan da. Da bin ich am Überlegen, ob ich. Da hoffe ich, dass ich die komplett zusammenkriege. Weil dann kriegst du halt ein paar Skins. Ein Skin kriegst du dann über den Battle Pass. Ja, das wird den meisten Leuten nichts sagen. Ist halt eine Anime-Serie. Ja, von The Witcher gibt es jetzt auch noch ein paar Pakete. Ciri, Jennifer. Das ist das Level-Paket. Das ist mir auch viel zu quietschbunt. Ja, das sind halt die ganzen Bezahldinger. Ja, hier ist jetzt Rettet die Welt drin. Ja, Battle Pass Paket, da kannst du Level holen. Und dann halt, der sieht natürlich auch geil aus. Im Crew-Paket, aber. Das ist. Also, ein Crew-Paket hole ich mir nicht, das ist mir zu teuer. Zeig so wie das. Dafür spiele ich es halt nicht so oft. Ich spiele es jetzt mal wieder, weil. Aber sonst mache ich ja eigentlich mit Matthias nur Rettet die Welt. Grüße gehen raus an Matthias. Und dann ab und zu mal so ein bisschen rumgeigeln. Oh ja. Gut, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar schöne Skins zeigen. Wann die Skins wiederkommen, weiß ich nicht. Wie gesagt, der Wikinger, der kommt ab und zu, also nicht der jetzt, der andere, der kommt ab und zu wieder. Ezio und Valhalla habe ich seitdem nicht nochmal gesehen, aber so Batman kam ein paar Mal und also da gibt es einige Skins, die ab und zu mal wiederkommen. Da hört der Wikinger dazu, hoffen wir, dass der Held von Tamriel und Kinetikritter vielleicht noch dazu zählen. Dann, ja, dann wäre das was für euch. Vielleicht, ne? Ich bin jetzt aber wirklich weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.